Stunde wach und deine Klimabilanz? Klimabilanz? Wie soll ich denn leben? Keine Panik, aber wie wär's damit? Und wenn du jetzt deine Wäsche anstatt bei 60 Grad nur bei 30 wäschst, wird sie genauso sauber und du verringerst deinen Stromverbrauch um 65%. Und du sparst sogar noch ein paar Euro. Und diese Dinger hier sind echt fies. Du glaubst, dein Fernseher ist aus. Dabei frisst er immer weiter Strom. Macht deutschlandweit so viel CO2, wie 2 bis 3 Kohlekraftwerke im Jahr ausstoßen. Und dich kostet das satte 115 Euro. Das habe ich schon mal gehört. Da gibt's doch diesen richtigen Knopf am Fernseher. Noch nicht abschalten. Wir haben doch gerade erst angefangen. Hoch oben im Norden, versteckt in der dänischen Ostsee, wissen sie, wie man das macht. Energie einsparen und sie selber klimaneutral erzeugen. Die kleine dänische Insel Samsø ist ein Testlabor für die Energiewende. Die 3.700 Einwohner haben erreicht, was für viele Staaten Utopie ist. Sie produzieren mehr Energie, als sie verbrauchen. Und die Windräder gehören den Bewohnern, keinem Energiekonzern. Einer der ersten, die vor 20 Jahren investierten, war Großlandwirt Jürgen Traneberg. Ich mache das doch nicht wegen des Klimas. Ich mache das, weil mir klar ist, dass ich damit Geld verdienen kann. Und weil es ein gutes Gefühl ist. Es ist gut, selber Energie zu erzeugen. Dann brauchst du den Mittleren Osten oder Putin nicht nach ein bisschen Gas oder Öl zu fragen. Ist es wirklich so einfach? Eine Delegation japanischer Farmer will genau das wissen. Von Jürgen Traneberg und Sören Hermansen, dem Organisator der Energiewende auf Samsø. Auch Tranebergs Gäste sind auf einer Insel zu Hause. Auf Ogata, im Norden Japans. Dort bauen sie Reis an. Wie viele Tonnen Reis produziert ihr auf einem Hektar? 3,5 Tonnen. Traneberg schlägt aus allem Kapital, auch aus seinem Stroh. Das verkauft er an ein Heizkraftwerk. Für mich ist alles Energie. 6 Tonnen Stroh, 11 Tonnen Getreide, alles Energie. Das sind ungefähr 7 Tonnen Öl pro Hektar. Wenn Sie sich das Stroh anschauen, Sie brauchen zwischen 2,5 und 3 Kilo Stroh für einen Liter Öl. Dieselbe Menge Energie. Und das Stroh funktioniert wie eine Batterie. Wenn es kalt ist, kann man es verbrennen. Wenn nicht, dann lässt man es einfach liegen. Man nutzt es genau dann, wenn man es braucht. Und erzeugt im nächsten Jahr einfach Neues. That's a good idea. 1997 wurde Samsø als Dänemarks Energieinsel ausgewählt. Innerhalb von 10 Jahren sollten saubere Energieträger die Selbstversorgung gewährleisten. Die Inselbewohner schafften es in 8. 40 Millionen Euro haben sie bisher in erneuerbare Energien investiert. Samsø produziert heute 4-mal mehr Energie, als es verbraucht. Wenn wir vom Klimawandel sprechen, dieses Jahr hatten wir mehr Regen als jemals zuvor. Wir merken, dass wir Rekorde brechen. Der nächste Stopp, ein Heizkraftwerk für 250 Haushalte, betrieben mit Strom. Der Grund für den Wandel, wir wollen die örtliche Wirtschaft stärken. Es ging nicht um den Eisbären in der Arktis, das ist zweitrangig und ein positiver Nebeneffekt. Die Hauptsache ist, wie können wir die Energiewirtschaft vor Ort ändern? Deswegen muss man die Bürger davon überzeugen, dass sie davon profitieren, wenn sie investieren. Das Stroh wird gehäckselt und über ein Förderband zum Ofen transportiert. Das dort erhitzte Wasser versorgt dann über ein Rohrsystem die angeschlossenen Haushalte. Auch das Abfallprodukt Asche findet Verwendung als mineralienreicher Dünger für die Landwirtschaft. Die Energieakademie. Jährlich kommen 5.000 Besucher, um zu lernen, wie man ohne fossile Brennstoffe auskommt.
Dänemark setzt bei der Energiewende vor allem auf Windkraft. Fossile Brennstoffe werden besteuert, mit aktuell 23 Euro pro Tonne. Søren Hermansen hat seit 20 Jahren Erfahrung mit dem Projekt. Wind- und Solaranlagen sind Technologien, die sich auch schnell wieder abbauen lassen. Sie zerstören die Natur nicht. Vielleicht finden wir in absehbarer Zeit etwas, das noch besser funktioniert. Das ist also nur ein Schritt auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Die Energiewende zur Bürgersache machen und so den Lebensstandard verbessern. Das hat auf Samsø gut funktioniert. Auch im Kreis Rhein-Hunsrück hat man die Energiewende schon geschafft, ganz ohne Politik. Hier gibt es allein 280 Windturbinen. Die erste davon haben Werner Vogt und seine Mitstreiter aufgestellt. Das war 1995. Windpionier Vogt hat früh erkannt, wie wichtig Bürgerbeteiligung ist. Aus Betroffenen Beteiligte machen ist Vogts Credo. 15 Turbinen hat der Unternehmer so im Hunsrück finanziert. Die Region Rhein-Hunsrück galt lange als strukturschwach. Heute nimmt sie eine Vorreiterrolle in der Energiewende ein. Junge Menschen wie Dominik Vogt ziehen zurück in die Region. Er will in die Fußstapfen seines Vaters treten. An die Anfänge vor 25 Jahren erinnern sich beide noch gut. Kannte ja keiner. Was macht denn der da überhaupt? Ja, das war ja was völlig Neues. Ich habe halt das Projekt vorgestellt und habe halt Leute gesucht, die mitmachen, die halt ihr Geld halt in den Wind reinsetzen. Und so bin ich halt über Land gezogen. Ne? Ein Windprediger haben sie dich genannt. Papa geht heute Abend Windpredigen. Zuhören. Wir haben ja das Riesenglück, dass unsere Generation keine Kriege mitgemacht hat. Alle unsere Vorgängergenerationen hatten Aufbauarbeit zu leisten. Und wir haben das Glück, dass es nicht ist. Aber wir haben eine Verantwortung gegenüber den Kindern, ja, dass wir diese wunderbare Welt, die wir haben, dass wir sie erhalten und nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Und das hat schon bei mir ganz früh angefangen mit Umweltschutz, mit Naturschutz und ja, weil einfach mein Herz dafür schlägt. Von der Politik fühle ich mich absolut im Stich gelassen. Das Einzige, was passiert, dass wir das unnötigerweise nach hinten verschieben und damit Zeit verschenken, wo wir das Klima noch retten können. Und das ist der eigentliche Skandal daran. Der Kreis Rhein-Hunsrück macht auf Kommunalebene vor, was auch deutschlandweit möglich wäre, wenn Politik und lokale Macher an einem Strang ziehen. Wind- und Solarenergie, Photovoltaik und Biomasse produzieren heute dreimal mehr Strom, als der Landkreis verbraucht. Das und viele andere Projekte haben die Bürger hier selbst finanziert und umgesetzt. Und die Entwicklung geht weiter. Besuch im neuen Großbatteriespeicher Gödenroth. Hier ist Werner Vogt mit dem Mann verabredet, der im Hintergrund die Fäden zieht. Klimaschutzmanager Frank-Michael Uhle. Ich nenne es einen hemdsärmlichen Pragmatismus, was die Leute hier auszeichnet. Hier werden nicht Probleme gesucht, sondern die Lösungen. Seit einem Jahr ist der Landkreis auch Testlabor für das intelligente Stromnetz der Zukunft. In Gödenroth haben Bund und Energieversorger einen Großbatteriespeicher aufgestellt, geleitet von Westnetz-Mitarbeiter Stefan Ammeling. Und das Herzstück unserer Anlage ist allerdings unser Batteriecontainer, den wir hier sehen. Die 600 Batteriemodule sollen helfen, die schwankenden Energieüberschüsse zu managen. Beispielsweise so ein Tag wie heute, ne? Die Sonne scheint und wir haben viel Wind. Jetzt haben wir die Möglichkeit, dass wir den Strom da, wo er auch erzeugt wird, von den umliegenden Windrädern hier einspeichern können. Dieser Speicher hat jetzt eine Kapazität von 4 Megawattstunden. Als Vergleich, allein mit den Modulen, die jetzt hier sind, könnten Sie 400 Haushalte einen Tag lang versorgen. Das sind gar nicht so die Riesenmengen, die wir wirklich hier einspeichern möchten, sondern wir möchten eben vermeiden, dass der Strom, der hier erzeugt wird, wegtransportiert wird und dadurch Verluste entstehen. Wenn wir das hier alles vor Ort nutzen können, da brauchten wir die ganzen Trassen nicht mehr in dieser Größenordnung, wie sie geplant sind. So ist es. Wir probieren momentan im Kleinen aus, was man später im Idealfall auf ganz Deutschland ausrollen kann. Smart Grid nennt sich das intelligente Stromnetz der Zukunft. Im Kreis Rhein-Hunsrück sind die Weichen dafür schon gestellt. Wie sein Vater will auch Dominik Vogt in die Windenergie einsteigen, trotz ungewisser Zukunft.
Das Schöne ist ja, ich habe überhaupt keine Wahl und das ist auch eigentlich ganz gut so. Also deswegen, ich bin einfach in einem Haushalt aufgewachsen, wo das von Anfang an gelebt wurde und gemacht wurde. Und von daher glaube ich, also ist das einfach eine Grundeinstellungsfrage. Sich hinsetzen und darauf zu warten, dass irgendjemand was für uns macht, vergiss es, ja. Selber aufstehen, die Dinge in die Hand nehmen, den Mut nicht verlieren, einfach dafür kämpfen, dass wir so eine schöne Welt, die wir so haben, noch weiterhin genießen können. Das ist alle Energie und alle Kraft der Erde.